Servus Leute, hier ist euer Mihawk, aka Philipp, aka Offizier Mihawk, aka The Real King of Rap oder sonst was, wie ihr mich gerne nennen wollt. Real King of Rap, klingt eigentlich ganz geil, ja, das ist so. Und heute mal wieder mit einem neuen Video von mir, kam in letzter Zeit relativ wenig, noch mit einem neuen Intro oder mit meinem ersten Intro. Ist allerdings nur ein Tablet, also ein Template oder wie das ausgesprochen wird. Also nichts Besonderes, habe ich mir irgendwo hergezogen, weil ich einfach mal nun eins haben möchte. Heute aber mal ein ganz anderes Thema. Battlefield seht ihr da im Hintergrund, weil ich es in letzter Zeit nur noch spiele. Und ja, heute gibt es von mir mal für eure Ohren ein Off-Topic-Thema. Besser gesagt ein Real-Life-Thema. Ja, was aus meinem Real-Life, denn ich merke, ihr findet das doch richtig geil. Ja, also die meisten auf YouTube inzwischen interessiert es doch eher, da ja, Geschichten von den Kommentatoren oder von sonst wen zu erfahren, anstatt irgendwelche themenbasierte Commentaries zu hören. Deswegen mache ich das heute mal auch. Mal sehen, wie das ankommt. Und ja, Geschichten gibt es da auf jeden Fall genug. Denn ich mit meinen Kumpels, oder ja, ich habe einen ziemlich großen Freundeskreis. Wir machen ziemlich viel Scheiße, machen ziemlich viel Party und jedem oder dem einen oder anderen passieren immer mal öfters kranke Sachen mit ihren Freundinnen, mit ja, anderen Kollegen, mit Arbeitskollegen und sonst was, was die manchmal mir erzählen, ey. Und das möchte ich heute euch wiedergeben. Und zwar fange ich da mal mit an. Ich weiß ja nie, ob ihr schon mal in einer Schlägerei verwickelt wart. Ich besonders noch nie. Also besser gesagt, noch nicht direkt. Aber dieser Abend, der hat mir dann noch öfters mal, oder hat mir dann mal richtig die Augen geöffnet. So, kommen wir mal dazu, denn vor einer, ja, ganzen Weile, halbes Jahr, dreiviertel Jahr ungefähr, ja, hab ich, mitten in der Woche mit meinen Freunden mal beschlossen, ach komm, weißt du was, heute ist Mittwoch, wir haben morgen alle frei, ja, wir gehen heute schön Party machen, ja. Also Party, ja, wir wussten noch nicht ganz genau, wo es hingehen soll. Wir trafen uns erstmal so halb zwölf oder so. Jeder macht sich bereit und ja, wir trafen uns dann gegen halb zwölf und haben uns dann entschieden, ja, in die nächstgrößere Stadt zu machen. Wodka E-Night, ja. Und wir haben gedacht, dort müssen wir unbedingt hin. Wodka E sowieso mein Ding, aber ich hatte die Arschkarte, denn ich musste fahren. War natürlich wieder kräftig angepisst von der Kacke. Mich als Fahrer will keiner von euch erleben, denn da werde ich richtig garstig manchmal in der Disse. Hab keinen Bock auf nix. Aber ja, des späteren davon noch mehr. Auf jeden Fall, mir hat erstmal so gedacht, alles klar, jetzt fahren wir da hin. Ich muss noch sagen, musste fahren, wie gesagt, und habe mein Auto vor kurzem erst, also zu dieser Zeit, ja, 2 bis 3 Tage zuvor, erst innen komplett neu reinigen lassen, die ganze Karre. Hat mich irgendwie um die 120 Euro gekostet, so eine scheiß Ultraschallreinigung. Das Ding riecht auf jeden Fall wie Neuwagen danach, aber viel gebracht hat es mir wahrscheinlich nie. Auf jeden Fall, wir so zu 8 Mann und, muss ich auch noch sagen, die Krawallbrüder waren mit dabei. Die Krawallbrüder, ja, das sind 2 Kumpels von mir, wie gesagt, Brüder sind das, und wenn du mit denen weggehst, dann ist meistens ein bisschen Ärger, meistens vorprogrammiert, wie an diesem Abend auch. Nichtsdestotrotz, wir dort angekommen, ungefähr so kurz nach 12:30, chillig da reingegangen. Mucke war ziemlich geil, ja, Dubstep, House und so, richtig geiles Zeug, kann man gut zu tanzen. Mädels waren auch schicke Mädels da, und ja, Wodka E kam 1,50. Ja, ich natürlich auch ein paar reingebaschert am Anfang, wie gesagt, ich habe mir gedacht, der Philipp, ja, der muss erst wieder in 5 Stunden losfahren und deswegen kannst du jetzt 2 trinken, bis dahin sind die wieder raus. Okay, meine Kumpels haben sich da überhaupt nie lumpen lassen, 20 Dinger bestellt, die standen auf der Bar, jeder konnte sich erstmal nehmen, was er wollte, muss man dazu sagen, so ein Wodka E kommt, so Wodka E Night, 1,50, wie gesagt, und ja, da ist der Hälfte von dem Glas Boden, die andere Hälfte ist Eis, und zwischen dem Boden und dem Eis ist ab und zu mal, oder schwimmt ab und zu mal ein kleines Fuchsel Wodka E. Wir haben uns da also gut, ja, was getrunken, ich ein bisschen was getrunken, die anderen ein bisschen mehr, wie gesagt, die hatten ja dann freie Bahn sozusagen, ab und zu gedanced, gechillt und war richtig chillig, mit den Mädels ein bisschen gequatscht, ja, Mädels angemacht, ein bisschen angedanced, ja, so wie es sein muss, Leute, und auf jeden Fall ging es richtig gut los der Abend, ja, mir hat es richtig gefallen, auch wenn ich mal Fahrer war. Irgendwann ging es los, ja, die einige mussten dann rauchen, bin ich ja nicht mehr so der Fan, ich habe vor über einem Jahr mal aufgehört, und ja, die mussten rauchen, und zum Rauchen musste man da auf so einen Balkon, und zu diesem Balkon, ja, da geht so eine Schwenktür.
Ihr kennt sie alle, so eine Schwenktür. Chuck Norris knallt die ab und zu, diese Schwenktüren. Mein Kumpel konnte das nicht, der hat sie von innen schön aufgetreten mit ordentlich Schwung. Was er natürlich nicht wusste, draußen stand er davor und kriegt das Ding erstmal voll an den Kopf. Ja, der Junge, der hatte schon wieder, der Junge, der hatte Schnauze voll gehabt. Platzwunde über dem Auge. Ich hatte die Schnauze voll, weil da wusste ich sofort, jetzt gibt's Ärger. Und wer war's? Einer von den Krawallbrüdern, natürlich. Wer soll es so anders gewesen sein? Ich mir gedacht, toll, der hat sich amüsiert. Ja, der fand's lustig, dass der Kollege jetzt blutet wie Sau. Und ja, wie lange hat es gedauert? Und ja, die Security war da und hat ihn rausgeschmissen. Toll. Wir also hinterher, den irgendwo draußen gesucht, den wir gefunden. Der ist nicht mehr ans Handy gegangen, der Affe. Toll. Was machen wir jetzt mit dem? Scheißegal. Wir gehen wieder in die Disse, gehen wieder irgendwann auf den Balkon, sitzt er wieder da. Mir gefragt, Alter, wie bist du wieder rein? Ja, ich bin ja über die Feuertreppe wieder rein. Über die Feuertreppe bist du nicht glatt. Wenn ich die Security wieder sieht, schmeißt dich wieder raus und dann gibt's richtig Ärger. Hast du irgendwie nicht ganz gecheckt, die Alarmflaschen? Der war auf jeden Fall dann wieder drinnen, da ging das die ganze Zeit. Wir also wieder rein irgendwann. Ja, noch was getrunken. Ich konnte da leider ja nicht mehr so viel trinken. Ja, leider. Aber auf jeden Fall, die Mucke war immer noch geil und irgendwann war es dann 16:30 und auf einmal ging die Mucke aus, ja. So. Und dann ging der ganze Spaß auch schon los. Der kleinere Bruder von den Krawallbrüdern sozusagen, ja, der tritt dort irgendwie gegen den Bar, auf einmal geht das dort los, ja. Die Security rastet komplett aus, ich weiß nicht, was die genommen hatten, rastet komplett aus, drücken dann in die nächste Ecke, dann bocht es dort voll über die Stühle, der verliert seine Brille, so. Die ziehen dann raus, der andere Bruder natürlich hinterher, ja, auf Stress, ja, hinterher. Und mir hat gedacht, okay, jetzt werden sie rausgeschmissen, da können wir das sowieso hin machen. Sind also auf den Weg nach draußen, so kurz danach, also es hat nicht lange gedauert, wie gesagt, 20 Sekunden, eine halbe Minute, haben wir kurz gewartet noch drinnen in diesen Tanzstufen, wollten dort raus, wie immer sehe ich da draußen, Richtung Ausgang, auf dem Boden, alles voller Blut. Ich so, was geht hier ab, ey, was geht hier ab? Irgendeine Alte ihre Tage und hat vergessen, sich ein Torpedo unten reinzuschieben, oder was ist hier los? Gehe also durch die Tür dann nach außen, guck in meines Freundes Gesicht, ja, und sehe das ganze Unheil auch schon fließen, das ganze Gesicht voller Blut, ja, die Security dann ordentlich zugerichtet, denn sein Bruder, der lag irgendwo in der Ecke, Brille kaputt, auch voller Blut, ich dann irgendwann nur raus, hab dann irgendwann die Polizei gerufen und irgendwie in der Krankenwagen kam drei Sixpacks, die haben gedacht, wahrscheinlich Messerstecherei oder sonst was. Der hat sich nur nie behandeln lassen, im Endeffekt war das die ganze Sache, ja, der hatte, glaube ich, zertrümmerte Nase, zertrümmerten Kiefer, Zahn war locker, Lippe war aufgeplatzt, Platzwunde am oberen Auge, ja. Alles voller Blut, sowas habe ich noch nie gesehen, möchte ich noch nie wiedersehen. Der hat sich aber vom Krankenwagen nicht behandeln lassen, der Affe, nee. Der war zu stolz, nie ins Krankenhaus und pipapo, keine Anzeige und nichts gemacht, der Affe. Der muss sich immer noch ausrasten, der musste natürlich, aber ich habe den natürlich nicht hängen lassen. Hab den natürlich nach Hause genommen, Blut überströmt in meine Karre gesetzt, wohl bemerkt, frisch gereinigt, die Karre, 130 Euro. Und auf jeden Fall, ja, irgendwann zu Hause, ich guck mir das ganze Unheil nächsten Tag an und die ganze Karre versaut. Ich könnte kotzen, ja, ich könnte jetzt noch kotzen. Aber wie gesagt, deswegen, meine Sicht, Schlägereien auf keinen Fall. Ich bin sowieso nicht der Typ, der, ja, zuschlägt oder sonst was. Habe ich gar nicht die Statur dafür. Aber trotzdem, also in meinem Fall ist es nichts. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr schon mal sowas erlebt? Wollt ihr mehr Real-Life-Stories hören von mir? Ich habe da echt noch kranke Geschichten von meinen Kumpels. Richtig geil. Mehr wird, oder was anderes wird demnächst sowieso nicht kommen auf meinem Kanal. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.